FED-Chef Powell hat gestern versucht, die Euphorie der Märkte zu bremsen und damit die Financial Conditions wieder zu straffen, denn laxere Financial Conditions heißen mehr Nachfrage, heißen wieder das Potenzial für Inflation, und gestern ist ihm das gelungen mit seinen Aussagen. Die wollen wir uns mal anschauen, nochmal diese zwei zentralen Sätze. Wir sind nicht überzeugt, dass wir auf dem Weg zu 2% Inflation sind, also zu dem Inflationsziel, und wir werden nicht zögern, die Zinsen weiter anzuheben. Dann dieser Satz, keeping at it, wir werden dranbleiben, dieses Paul Volcker Zitat. Und dieser Paul Volcker zeigt vielleicht dem Jerome Powell, wie er wirklich die Tür zumachen kann. Gestern ja dieser Auftritt dieser Klimaaktivisten. Paul dann schnell runter von der Bühne geflohen, sagte dann, schließt diese verdammte Tür, das englische Wort will ich jetzt vermeiden. Jetzt gibt es immer mehr solcher Memes, die dieses Close the fucking door hier thematisieren. Jedenfalls heute sehen wir, dass die Wall Street Jerome Powell den Stinkefinger zeigt. Wir glauben dir nicht, du kannst reden, was du willst, ihr werdet die Zinsen nicht mehr anheben. Und ja, das ist wahrscheinlich, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird. Aber was kann die Fed jetzt tun, wenn sie nicht die Kontrolle über die Märkte verlieren will? Und wenn sie die Kontrolle über die Märkte verliert, verliert sie auch die Kontrolle über die Inflation. Denn wenn die Märkte die Financial Conditions so stark aufweichen, dann entsteht eben wieder dasselbe Problem. Gestern noch hat das Ganze gewirkt, hatten wir ja diese Schwäche der Kurse nach einer ganz, ganz schwachen 30-jährigen Anleiheauktion und dann eben die Aussagen von Jerome Powell. Wir sehen, wie es da nach unten ging. Und warum ging es nach unten? Weil eben Powell versucht hat, diese Aufweichung der Financial Conditions letztendlich zu stoppen, nachdem die Renditen stark gefallen sind, nachdem die Aktienkurse gestiegen sind. Heute die Renditen eigentlich unverändert. Da tut sich nicht wahnsinnig viel, aber plötzlich diese Drehung stark nach oben. Wir sehen den Nasdaq 1,6% im Plus. Wir sehen den Russell 2000, den Nebenwerteindex, nur leicht im Plus. Und es sind wieder mal die Dickfische, die Microsofts, die Nvidias, die Apples, die Googles. Selbst Tesla ist noch ins Plus gedreht, die zwischenzeitlich deutlich im Minus waren. Also wieder Tech-basierte Rallye, und das Ganze sieht nicht so fürchterlich gesund aus. Hier sehen wir mal Nasdaq Advanced Decline, also Aktien, die steigen in Relation zu Aktien, die fallen. Da sind wir im Grunde beim Nasdaq in der Summe auf einem Allzeittief, während der Index weiter nach oben schießt, weil sich eben alles klumpenmäßig auf diese großen Tech-Aktien fokussiert. Und das alles erinnert ein bisschen natürlich an die Zeit vor Platzen der Dotcom-Blase, als im Grunde alle anderen Sektoren nicht gut gelaufen sind. Tech aber explodiert ist, weil wird ja alles anders mit dem Internet. Ja, ist vieles anders geworden, aber eben nicht so, wie sich die Märkte das vorgestellt haben. Das wird diesmal bei der KI wahrscheinlich auch so sein, ist diese KI-Euphorie, die eben dafür sorgt, dass vor allem der Nasdaq so stark steigen kann. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 gestern, oder wir sind jetzt deutlich höher als gestern am Hoch, der S&P 500 in der Nähe des Hochs, und unten sehen wir den Russell 2000, jener Nebenwerteindex, der, denke ich, sehr gut die amerikanische Wirtschaftsrealität auch repräsentiert. Da sind wir weit, weit entfernt von den Hochs gestern, der Russell ohnehin viel schwächer, und das alles, obwohl wir den schnellsten Stimmungsumschwung seit Jahrzehnten fast gesehen haben. Hier bei der Umfrage der Privatanleger, Anzahl der Bären so stark gefallen, jetzt in der letzten Woche wie seit 2003 nicht mehr, Anteil der Bullen so stark gestiegen wie seit 2010 nicht mehr, eigentlich jetzt nicht wirklich ein Zeichen, dass die Märkte jetzt schnell nach oben gehen, wenn praktisch viele ja schon gekauft haben und kaum mehr Bären da sind. Es ist vor allem Microsoft mit einem neuen Allzeithoch, 2,7 Billionen die Bewertung. Einer der Gründe könnte sein, dass Microsoft offenkundig, wie hier ein YouTuber gezeigt hat, heute die Preise erhöht für sein Business Basic Office oder vielleicht auch für andere Produkte, also noch mehr Geld verdienen will. Hier sehen wir mal die Relation zwischen Value und Growth. Value praktisch auf einem Allzeittief, also diese totale Fokussierung, diese totale Konzentration in den Märkten ist schon wirklich erstaunlich, und erstaunlich auch, dass wie in Europa die Konsumenten in den USA eine höhere Inflation erwarten. Wir sehen heute Verbrauchervertrauen Uni Michigan, das Sentiment, Einjahresinflation gestiegen von 4,4%
auf 4,4% von zuvor 4,2%. Vor 2 Monaten waren wir noch bei 3,7%. Also die Inflationserwartungen gehen im kurzen Zeitfenster nach oben, ein Jahr, wie auch im längeren Zeitfenster von 3,0 auf 3,2, während gleichzeitig das Verbrauchervertrauen hier fällt. Kommentar von der Uni Michigan, die diese Umfrage erhebt. Kombination von die Erwartung, oder es ist die Kombination von länger höheren Preisen, höheren Kreditkosten und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt, die nicht gut ist aus Sicht der Konsumenten. Mit anderen Worten, der Konsument wird immer schwächer, was eine Rezession wahrscheinlich macht. Hier sehen wir mal die längerfristigen Inflationserwartungen jetzt auf dem höchsten Stand seit 12 Jahren. Also die Leute kriegen richtig schlechte Laune, deswegen ist die Verbraucherstimmung nach unten gegangen und das alles ein Zeichen für eine kommende Rezession. Und hier sehen wir meistens, wenn die sogenannten Spreads, also die Renditeabstände, die Risikounterschiede zwischen etwa Triple B Corporate Bonds, also das sind Unternehmensanleihen von Firmen, die ein schlechtes Rating haben, Triple B ist schon echt mies, in Relation zu US-Staatsanleihen, dann sieht man normalerweise einen ziemlichen Anstieg relativ schnell. Und wir sind jetzt auf solchen Punkten, wo im Grunde kaum Risiko eingepreist ist bei solchen bonitätsschwachen Unternehmen. Und das angesichts der Situation, dass der Konsument offenkundig immer schlechter wird. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Gelder abgeflossen sind jetzt aus diesem Markt, so stark wie noch nie zuvor. Aus den ETFs dieses Bereichs. Und gestern hatten wir ja die Anleiheauktion 30-jähriger Anleihen gesehen. Da hat man gesagt, naja, die große chinesische Bank, die konnte nicht mitmachen, weil die unter einem Hackerangriff gelitten hat. Das ist natürlich ein schönes Narrativ, wird aber die Wahrheit wahrscheinlich nicht abbilden, dass schlichtweg eben kaum mehr Käufer aus China, aus Japan, aus Saudi-Arabien, aus Russland da sind. Und wenn die Renditen gefallen sind, dann finden sich weniger Käufer, die sagen, ja, zu diesem Preis, den ich hier bekomme, zu diesen Renditen, die ich hier bekomme, bin ich wirklich bereit, auch diese Anleihen zu kaufen. Das ist das grundsätzliche Problem. Vielleicht wird das Problem noch etwas stärker. Irans Außenminister, Ausweitung des Krieges unvermeidlich. Wir werden sehen, was am Wochenende passiert, aber die Israelis machen Fortschritte. Die anderen müssen zugucken oder die Gegner müssen zugucken. Der Iran guckt zu. Hezbollah guckt zu, Nasrallah, der Hezbollah-Chef, morgen mit einer Rede. Kommen wir nochmal nach Europa. Hier sehen wir Lagarde, die gesagt hat, oh, es könnte einige Upticks in der Inflation geben in den nächsten Monaten. Das gilt vor allem für Deutschland. Zum 1. Dezember steigt die Lkw-Maut um 83%, also ein Anstieg von 83% dieser Maut. Das werden die Logistiker dann auf die Preise aufschlagen, die wir dann im Supermarkt und woanders bezahlen. Zum 1. Januar steigt die CO2-Steuer um 33% und zum 1. Januar steigt die Mehrwertsteuer auf Gas, Fernwärme und Gastronomie um 171%, also von 7 auf 19%, und dann steigen auch zum 1. Januar die Krankenkassenbeiträge. All das wird die Inflation nach oben bringen. Eigentlich müsste die EZB schon die Zinsen senken, anders als die Fed, weil die Wirtschaft ja super schwach ist. Und das könnte ein interessantes Spiel werden, dass die Märkte irgendwann einpreisen müssen, dass die EZB frühzeitig wohl die erste Notenbank ist, die die Zinsen senken muss, noch vor den Amerikanern. Übrigens, EZB, die hat heute Scope, eine Ratingagentur aus Berlin, auserwählt, Anleihen und Länderratings zu machen, die für sie verbindlich sind oder die sie als vollgültig anerkennt. Bisher war das ja eine Domäne angelsächsischer Ratingagenturen, die drei großen, S&P, Fitch, Moody's und dann DBRS aus Kanada, weit abgeschlagen, aber jetzt kommt Scope, eben sozusagen eine Ratingagentur mit europäischer Perspektive, wie die Eigenbeschreibung lautet, wird jetzt auch akzeptiert. Wir wollen mal sehen, was die EZB macht. Die Madame Lagarde hat sich schon geäußert heute, Zinsniveau wohl ausreichend, aber weitere Erhöhungen denkbar. Das klang so ein bisschen nach Jerome Powell, nur noch ein bisschen oder etwas weniger hawkisch. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung.
Der erste Hedgefonds verlangt jetzt von dem größten Gewerbeimmobilienvermieter in Schweden sein Geld zurück. Schweden ist deshalb besonders im Fokus der Immobilienkrise, weil dort die meisten Kredite variabel verzinst sind. Und dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, trifft es auch hier den Immobiliensektor besonders hart. Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung, Immobilienabsturz. Pfandbriefbanken mit frischen Zahlen, auch in Deutschland geht es weiter nach unten, vor allem bei Gewerbeimmobilien, stärker noch als bei Wohnimmobilien. Also diese drei Empfehlungen, und ich bin gespannt, ob und was die Fed sich da einfallen lassen will, um die weitere Lockerung der Financial Conditions zu unterbinden. Dann verliert die Fed die Kontrolle und dann hat sie ein richtiges Problem. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao, schönes Wochenende.